Zimmer. Eine Schallplatte wird gespielt. Die zweite Sinfonie von Brahms. Jemand summt mit. Schritte, die sich entfernen, wiederkommen. Eine Flasche wird geöffnet. Der jemand schenkt sich Bier ein. Moment. Gleich? Jetzt! Hören Sie das? Da, jetzt! Hören Sie es? Gleich kommt's nochmal. Die gleiche Passage. Moment. Jetzt! Jetzt hören Sie es. Die Bässe meine ich. Die Kontrabässe. Er legt den Tonarm von der Platte. Ende der Musik. Das bin ich. Beziehungsweise wir. Die Kollegen und ich. Staatsorchester. Zweite von Brahms. Es ist schon beeindruckend. In dem Fall waren wir zu sechst. Eine mittelstarke Besetzung. Insgesamt sind wir 8. Manchmal werden wir verstärkt vom außerhalb auf 10. Auch 12 ist schon vorgekommen. Das ist stark, kann ich Ihnen sagen. Sehr stark. 12 Kontrabässe. Wenn die wollen, theoretisch jetzt, die können Sie mit einem ganzen Orchester nicht in Schach halten. Schon rein physikalisch nicht. Da können die anderen einpacken. Aber ohne uns geht erst recht nichts. Können Sie jeden fragen. Jeder Musiker wird Ihnen gern bestätigen, dass ein Orchester jederzeit auf den Dirigenten verzichten kann, aber nicht auf den Kontrabass. Jahrhundertelang sind Orchester ohne Dirigenten ausgekommen. Der Dirigent ist ja auch musikentwicklungsgeschichtlich eine Erfindung allerjüngsten Datums, 19. Jahrhundert. Und auch ich kann Ihnen bestätigen, dass sogar wir im Staatsorchester gelegentlich vollständig am Dirigenten vorbeispielen oder über ihn hinweg. Manchmal spielen wir sogar über den Dirigenten hinweg, ohne dass er es selber merkt. Lassen den davor hinpinseln, was er mag, und rumpeln unseren Stiefel runter. Ja, nie bei KMD, aber bei einem Gastkapellenmeister jederzeit. Das sind geheimste Freuden. Kaum mitzuteilen. Aber das am Rande.